Und ich hoffe, dass da auch mal wieder ein paar Kommentare zum Thema kommen. Dass ihr mir mal sagt, wie das bei euch ist, wie ihr das seht oder wie ihr das vielleicht sehen könntet, wie ihr euch selbst einschätzt. Das sind ja auch so Sachen, die man sicher sein kann bis zu einem gewissen Punkt. Ich sag jetzt mal, vielleicht bis vor. Wow, in Rüstung. Oh, der hält viel aus. Schwert kaputt. Wahnsinn. Okay, ich gucke jetzt hier nochmal kurz in die Ecke und dann gehen wir zurück zu diesem Raum, wenn ich ihn finde. Und dann bauen wir uns eine Basis, weil jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine Werkbank. Ein Bett wäre auch nicht falsch, wir haben ja alles dabei. Einfach nur zur Sicherheit. So, wo war denn unser schöner Raum? Der war vor der Lava, wo wir darüber gegangen sind, glaube ich, ne? Und das war. War das hier? War das hier? Nein. Oder? Nee, hier sind wir nur vorbeigekommen, glaube ich. Ah, ich schau mal. Ja, hier. Hier. Okay. Das ist so ein Thema. Ist verdammt ernst und das spricht vielleicht auch gegen den Unterhaltungsgedanken bei einem Let's Play. Aber auch sowas muss mal angesprochen werden, finde ich. Und Minecraft hat dieses Laber-Explay-Schema ja in sich drin. Laber-Let's Play-Schema. Wobei man ja auch immer mal wieder was ansprechen kann, was vielleicht nicht so ganz zum Thema passt. Und das ist dann doch mal ganz schön. Wir haben hier Redstone gefunden und sind aber von wo sind wir denn gekommen? Sind wir von hier gekommen? Wir sind von hier gekommen. Und da bin ich runtergeplumpst. Richtig! Okay, dann können wir hier. Wow, ich habe jetzt gedacht, da steht irgend so ein Überviech vor mir, weil ich die Spalte da als Viech deklariert habe, kurzzeitig. Naja. So. Wo war denn jetzt der Raum? Hier nicht, weil das Wasser, da bin ich auf jeden Fall nicht hergekommen. Hier ist er. Okay. Ja, dann versuche ich den jetzt mal so ein bisschen dicht zu machen. Erstmal nur mit Stein, Hauptsache, der ist halbwegs zu. Und dann können wir nachher noch eine Tür reinmachen. Hauptsache, wir sind jetzt hier mal ein bisschen sicher. Wir wissen nicht, was noch lauert und ich möchte jetzt hier erstmal eine sichere Basis haben, bevor wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal erst tiefer in die Höhle gehen, damit wir hier schlafen können, damit wir hier schneller respawnen, damit wir hier schneller wieder hinkommen, um unsere Sachen zu retten. Das gleiche machen wir hier. Ich weiß, dass da Eisen ist. Ich werde es irgendwann rausholen, keine Sorge. Aber vielleicht nicht mehr in diesem Leben. So. Ja, zu lustigeren Themen vielleicht. Da ja heute Freitag, der. Lass mich überlegen. Überlegen, ich habe auf den Kalender geguckt. 14.8. ist heute die Bundesliga gestartet. Und man mag es kaum glauben. Zum Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme gestartet habe, stand es gerade 4 zu 0 für die Bayern gegen den HSV. Welch Überraschung. Ich habe für die Bayern absolut nichts übrig, im Gegenteil. Das wissen die meisten vielleicht auch sogar. Aber was der HSV abliefert, ist schon. Puh. Respekt. Dass man so scheiße sein kann. Also es ist wirklich seltsam gewesen, was ich gesehen habe. Das waren einfachste Aktionen. Die Bayern überlegen sich halt mal ein bisschen was, dann laufen sie an und dann ballern sie halt einfach mal einen raus und der ist dann drin. Frage ich mich, was machen die beim HSV eigentlich? Im Management zum Beispiel. Was machen die? Arbeiten die überhaupt? Wissen die, was sie machen müssen? Oder die Spieler, was denken die sich eigentlich? Ich meine, die Spieler für sich alleine sind ja nicht insgesamt alle schlecht zu sehen. Sind ja nicht alle schlecht, um Himmels Willen. So ist es ja gar nicht. Wo sind denn hier normale Truhen? Achso, die kann ich nur auf der Werkbank machen, ne? Okay. Ich muss mal kurz was wegschmeißen, damit ich die Werkbank bauen kann. So. Wo bauen wir die denn mal hin? Bauen wir die mal hier in die Ecke. Dann mache ich mir jetzt erstmal eine Truhe und ein Bett. Die Truhe. Es bietet sich eigentlich an, hier so Truhen reinzubauen, oder? Dann halt gleich zwei, dann machen wir uns gleich noch eine. Wo ist die Werkbank? Da ist die Werkbank. Hallo? Ja, ich baue das Bett jetzt dahin. So. Zack.
So, wo stellen wir denn das Bett hin? Das ist jetzt schwierig, weil wir müssen es ja an eine Längsseite stellen, aber wir könnten das auch hier in so eine Nische machen. Dann machen wir hier nochmal zwei Truhen hin und dann machen wir hier eine Bettnische. Da muss ich aber vorher die ganze Kohle rausholen, sonst schaut das absolut nicht aus. Ja, HSV ist ein Thema. Ich bin gespannt, ob sie dieses Jahr absteigen. Es wird echt Zeit. Also in der ersten Saison, wo sie knapp vorbeigeschrammt sind, war es überfällig. In der zweiten Saison war es mehr als überfällig und jetzt ist es Pflicht, ganz ehrlich. Wenn der HSV nochmal ein Jahr in der ersten Liga bleibt, dann... Sorry, dann... Wer dann nicht mehr an Schiedsrichterentscheidungen und an Beeinflussung glaubt, der hat nicht mehr alle Latten am Zaun. Das war ja in der letzten Relegation schon so krass. Dieser Freistoß für den HSV gegen Karlsruhe, der nicht mal im Ansatz einer war. Und dann natürlich noch das Keeper- bzw. das Abwehrverhalten bei diesem Freistoß unter aller Sau. Das habe ich nicht noch nie erlebt, dass in einer so wichtigen Situation so schlecht agiert wird. Das macht nämlich auch gar keinen Sinn. Warum? Da würde ich mir doch alles reinwerfen. Die stellen sich da mit einer 7-Mann-Mauer hin. Aus einer Freistoßentfernung von 16,5 Metern oder 17 Metern. Der Schütze hat extrem viel Platz und muss den Ball eigentlich nur hinter der Mauer irgendwie fallen lassen, damit er reingeht. Dann frage ich mich, warum stellt sich der Torwart fast so tief, wie es nur möglich ist, also an Pfosten, ins Torwart-Eck, stellt sich keinen Spieler auf die Linie ins Mauereck und reagiert dann bei einem relativ schwachen, also von der Kraft schwachen, halbhohen und nicht allzu schnellen Schuss nicht mal im Ansatz. Da fragt man sich doch, komisch, Captain Obvious, war da vielleicht Geld im Spiel? Oder irgendwelche anderen Vorgaben? Keine Ahnung, vielleicht hat die DFL gedroht, wenn der HSV absteigt, bekommt ihr keine Lizenz für die erste Liga. Warum lassen wir uns dann schon einfallen? Ich möchte keine Verschwörungstheorien ab vom Zaun brechen, weil da hätte ich viel zu tun. Aber ich möchte anmerken, dass das, was beim HSV läuft die letzten Jahre, einfach nicht mehr mit rechten Dingen zugehen kann. Die machen so viel falsch. Management, Spieler, Trainer, gut, die kann man fast nicht unter Vorwurf stellen, aber auch die machen viel falsch. Da frage ich mich doch, seid ihr eigentlich bescheuert? Das muss ich mich wirklich fragen. Ob die bescheuert sind. Allesamt. Dann wird eine Gehaltsliste im Park gefunden. Da frage ich mich auch, what the fuck? Also wirklich wörtlich, what the fuck, frage ich mich. Das kann doch nicht sein. Man kann doch nicht eine Gehaltsliste, ob es eine alte ist oder nicht, im Park finden. Oder da verlieren. Hä? Das macht doch keinen Sinn. Hinten und vorne nicht. Also ich verstehe es nicht. I don't get it. As I said it. Ja? So, warte mal. Hier müsste die Lücke sein dann. Oder? Und die ist 4 breit, ne? Ja, richtig. Also hier ist die Lücke dann. Wird der dann... Ja, damit das hier ineinander übergeht. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also hier ist die Lücke. Damit es wieder symmetrisch wäre. Lässt sich ja leicht nachvollziehen. Wie sich das jetzt hier mit Türen darstellen lässt, weiß ich noch nicht, aber hier wäre die Lücke. Dann machen wir mal Folgendes. So, und dann nehmen wir hier Erde. Machen hier die Lücken erstmal zu, so. Dann können wir nämlich rausgucken, sehen, was draußen vor sich geht und sind hier trotzdem erstmal geschützt. Also hier kommt erstmal nichts rein. Und wir haben ja trotzdem unsere Symmetrie soweit gewahrt. So. Dann würde jetzt hier eigentlich nur noch ein Ausgang nach oben fehlen. Und es ist tatsächlich Nacht. Dann schlafen wir direkt mal. Dann haben wir hier gleich unseren Spawn-Point. Und ich glaube, ich höre jetzt dann auf. Wir machen jetzt einfach nur 5 Folgen. Ich habe jetzt für die 6. nicht mehr so einen richtigen Antrieb. Ich brauche jetzt auch mal eine Pause. Ich sitze hier so... auf hartem Stuhl, das ist irgendwie, also auf einem harten Stuhl, nicht auf meinem Stuhl, ihr wisst schon, was ich meine. Deswegen in diesem Sinne, ich packe jetzt gleich nochmal ein bisschen Zeug rein, bedanke mich bei euch wieder fürs Zuschauen, für diese, ja,
sagen wir mal, melancholische Session, wo ich mal ein ernstes Thema mit angesprochen habe, was mich auch selbst sehr beschäftigt. Ich hoffe, ich habe euch damit nicht verstrickt. Ich hoffe, ich habe euch damit ein bisschen zum Nachdenken, zum Kommentieren angeregt. Und ausnahmsweise, ich habe es zuletzt, ich glaube, in 2 Let's Plays gesagt, seid doch so gut und gebt mal unter diesem Part mal einen fetten Daumen. Denkt mal dran, ich erinnere euch jetzt ausnahmsweise mal daran, dass ich mal so ein insgesamtes Feedback nochmal bekomme, wer von euch aktuell einen YouTube-Account hat, wer mich regelmäßig guckt und wem mein Let's Play wirklich gefällt. Und natürlich auch der Appell an euch, wenn ihr dran denkt, einfach lasst einfach mal einen da. Ich möchte euch nicht dran erinnern, ich finde das immer noch eklig und, ne, aber es trägt eben halt doch leider zum Kanalwachstum bei. Es ist ein wichtiger Bestandteil, leider, von dieser YouTube-Maschinerie und deswegen bitte ich euch ab und zu mal darum und das ist eben ein solcher Fall. Wenn es euch gefallen hat in dieser Aufnahmesession und wenn ihr was dazu sagen möchtet, würde ich mich über einen Kommentar freuen, unter einem der letzten Videos natürlich oder unter den kommenden und wenn ihr beim nächsten Mal an einfach wieder reinschaltet, vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt und ja, bis zum nächsten Mal in der Minecraft PlayStation 4 Edition bei RTR Games, euer Fabi. Servusle!